RyalScripted 2.0, mehr Traffic mit Facebook, Twitter und E-Mails. Mit diesem Skript verdoppeln Sie oder verdreifachen Sie Ihren Traffic, und zwar bekommen Sie dadurch kostenlosen Traffic. Nehmen wir mal an, Sie schalten Werbung für ein Angebot und Sie hätten dadurch dann die Möglichkeit, einfach den Traffic zu steigern, und das völlig kostenlos. Das heißt, unterm Strich erhöhen Sie dadurch den Return of Invest, ja? Oder wenn Sie so ein Skript auf Ihrer Webseite platzieren, Sie bieten ein kostenloses Geschenk an, Bonus oder eine kostenlose Software, und jemand muss, um diesen Download zu bekommen, zum Beispiel eine Nachricht zu Twitter oder Facebook posten, dann bekommen Sie automatisch kostenlosen Traffic. Das heißt, Sie steigern die Anzahl der Besucher auf Ihrer Webseite und können somit Ihr Angebot einfach Ihren Leuten zeigen. Ja? Das heißt, Sie steigern einfach mal damit Ihre Umsätze. Und ich war in den letzten Tagen auf der Suche nach viralen Marketing-Skripten, und ich habe festgestellt, dass viele von diesen Skripten überhaupt nicht mehr funktionieren oder veraltet sind. Und ja, das Ergebnis war gewesen, ganz einfach, ich habe mich hingesetzt und die Dinger selbst gemacht, und das ist dabei rausgekommen. Und für mich war einfach ganz wichtig, der Fokus sollte darauf liegen, mehr Besucher und dann natürlich auch damit gleich mehr Umsatz zu generieren. Und das Produkt, welches ich Ihnen hier vorstelle, ist RyalScripted 2.0. Und der Inhalt dieser Skripte ist eigentlich ganz einfach gesagt. Das sind drei Skripte. Das ist einmal das RyalScript 1, und zwar RyalFBLike. Ziemlich coole Sache, sehr effektiv. Und er funktioniert quasi auch für jede Branche, in jeder Nische. Dann haben wir hier das RyalScript 2, Viral Tweet. Ebenfalls ziemlich effektiv, denn immerhin nutzen sehr viele User Twitter, und auch über Twitter generiert sich kostenloser Traffic. Ja, und Sie bekommen hier nicht nur kostenlose Traffic, sondern ja, auch Google und Co. mag es, wenn Seiten geteilt werden im Social Media Bereich, und Sie bekommen sogar Backlinks mit diesen Skripten, auch wenn nicht alle Do-Follow sind. Aber Social Media ist ein wichtiger Aspekt, auch im Ranking von Webseiten. Okay? Gut, kommen wir hier zum Viral Friend. Eigentlich eine Sache, die es schon länger im Internet gibt, und zwar Telefriend-Skripte. Sie kennen das. Man trägt seine E-Mail-Adresse ein, und dann empfiehlt man die Seite oder das Produkt an einen Freund und trägt die E-Mail-Adresse des Freundes ein. Also ziemlich simpel. Das Problem bei den meisten Skripten ist, dass sie einfach zu kompliziert in der Installation sind. Ja? Und ich habe mir sogar einige Skripte gekauft und mir die angeschaut. Und ich habe echt keine Lust gehabt, mir die Dinger zu installieren, weil es waren übermäßig viele Schritte, die ich da machen muss. Dazu kam, dass die meisten Skripte auch ein Sicherheitsrisiko in sich selbst haben, und einfach auf den Grund, dass sie unbewusst oder bewusst einfach mal schlecht programmiert wurden und ich einfach solche Skripte nicht auf meinem Server installieren will. Ja? Und das Ergebnis war, ich habe hier einfach ein einfaches Viral Friend Skript erstellt. Und das Tolle an diesem Skript ist, Sie brauchen hier wirklich nur eine einzige Einstellung machen. Das war's, ja? Und alles funktioniert prima. Okay, dann haben wir hier noch das Viral Plus. Und zwar, das ist nichts anderes, als dass die drei Skripte in einem Skript verpackt sind. Und ich zeige Ihnen jetzt hier einfach mal ja, das Demo dieser Skripte. Das heißt, Sie können hier oben natürlich dann jetzt Ihren eigenen Text eingeben, hier das Produktbild, um was es geht. In dem Fall ist es hier eine Leseprobe, es kann also auch ein anderes kostenloses Produkt sein. Und hier kommen die drei Skripte. Das erste, das Viral FB-Like, darunter gleich das Viral Tweet, ja? Und dann zum Schluss das Viral Friend. Und Sie sehen, das ist eine kombinierte Version. Und zwar, das ist das Viral Plus. Hier sehen Sie mal ein Demo, und ich möchte das einfach jetzt auch in diesem Video kurz mal demonstrieren, wie wirkungsvoll dieses Skript ist. Also, bei jeder Aktion, die hier gemacht wird, entweder indem man auf den Gefällt mir-Button klickt oder einen Tweet schreibt oder eine E-Mail sendet, bekommt man den kostenlosen Download dieser Leseprobe. Darum geht's, ja? Okay, ich würde sagen, fangen wir einfach mit dem ersten Part an. Ich sage, ich klicke jetzt hier auf Gefällt mir. Okay, Sie sehen,
Es erscheint dann ein Windows-Fenster, in dem ich hier auf OK klicke und dann automatisch dann zum Download des Reports weitergeleitet werden. Ja, ich bekomme jetzt hier zwar eine Nachricht von Adobe Reader. Das macht nichts. Sehen, in dem Fall öffnet sich diese Leseprobe direkt hier in diesem Fenster. Aber es ist so, dass bei jedem anderen Programm dann dieses Download-Fenster sich öffnet. Okay, Sie sehen also, das funktioniert. Ich habe hier, wie gesagt, jetzt einmal auf Gefällt mir geklickt und in dem Fall müsste jetzt auch dies in meinem Newsfeed erscheinen. Sie sehen, hier ist es auch schon. Ja, das heißt, das erscheint dann eben bei demjenigen, der auf den Like-Button klickt, um diesen kostenlosen Report oder diese Leseprobe zu bekommen. Und alle Freunde, die derjenige hat, innerhalb von Facebook, bekommen diese Nachricht in ihrem Newsfeed. Natürlich mit dem Link, ja, wenn jemand hier draufklickt, mit dem Link zu der Seite, welche Sie empfehlen wollen. Das können Sie natürlich einstellen, bei diesem Skript, zu welcher Seite dann eben weitergeleitet werden soll. Okay, das wäre mal das erste Beispiel. Ich würde sagen, gehen wir mal gleich weiter. Wenn jetzt jemand einen Tweet sendet, ist ebenfalls ist nur ein Klick, der dafür notwendig ist. Er klickt hier einfach auf Tweet. Dann natürlich muss er sich hier erstmal autorisieren. Ich nehme da einfach mal jetzt ein Beispielkonto von mir, um das nochmal zu zeigen. Ich denke, das war gleiche Prinzip. Ja, wenn er einen Tweet versendet, also sich hiermit verbindet, kommt dieses Windows-Fenster und ebenfalls, wenn jemand dann auf OK klickt, wird er dann automatisch weitergeleitet zu diesem Download-Produkt. Das kann also auch eine Webseite sein. Bei mir, ich habe jetzt einfach als Ziel-URL die PDF-Datei dort eingegeben. Sie sehen, dann öffnet sich diese hier und man kann die dann hier auch problemlos speichern. Sie können aber auch jede x-beliebige Internetadresse als Ziel-URL eingeben oder wo Sie dann den Download-Link platzieren. Ja, das muss also jetzt nicht direkt zu diesem PDF sein oder zu der ZIP-Datei, wie Sie möchten. Das können Sie also ganz variabel und flexibel einstellen. Okay? Das wäre so viel zum Viral Tweet gesehen. Also auch das funktioniert einwandfrei. Schauen wir uns auch an, ob das nun auch wirklich hier bei Twitter überhaupt erscheint. Darum geht es hier letztendlich. Ups, ich habe mich jetzt verschrieben. Öffnen wir einfach mal Twitter. Alright. Okay. Sie sehen, hier befindet sich auch schon dieser Tweet, der versendet wurde. Ja, das ist das Konto, wo ich mich angemeldet habe. Und auch hier wiederum können Sie diesen Text hier selbst bestimmen und natürlich auch den Link, ja, zu der Ziel-URL. Also auch das klappt wunderbar. Und natürlich wurden jetzt alle Follower ihre Nachricht oder diese Nachricht halt in ihrem Twitter-Newsfeed vorfinden. Okay? Also auch das wunderbar kann man überall sehr gut nutzen, um kostenlosen Traffic zu bekommen. Okay? Gut, dann eigentlich nur noch das dritte Beispiel. Das wäre jetzt hier, dass man sagt, man sendet eben eine E-Mail. Wie gesagt, ist ein. Sie müssen dieses Skript, Sie können also auch das zum Beispiel, Sie brauchen dieses nicht nutzen, Sie können also auch einzelne Bausteine, Sie können also sagen, Sie möchten nur den Viral FB-Like nutzen und oder das Viral Tweet und Sie verzichten auf das Viral Friend. Das können Sie also auch dann sehr einfach realisieren mit diesen Skripten oder Sie sagen, lassen Sie es halt einfach so drin. Das können Sie selbst entscheiden, ob Sie dieses Telefriend-Skript selbst nutzen auf Ihrer Webseite. Also da sind Sie ganz flexibel.
auch mal so eine. War das ja? Beispiel E-Mail-Adresse. Und auch hier gebe ich jetzt eine E-Mail-Adresse ein, wohin die Empfehlung gesendet werden soll. Spielt also wieder auch jetzt keine große Rolle, kann jetzt auch alles sein, alles Mögliche. Okay. Ja, das ist im Grunde, man kann jetzt hier noch eine Nachricht reinschreiben. Und dann klickt man einfach auf Senden. Ja, und man wird dann automatisch. Ja. Schau mal, hat das jetzt gemacht? Ah ja, hier hat das, genau. Sehen, also automatisch wird man dann weitergeleitet zu der Seite mit dem Link zum Download. Sie sehen das hier, man kann dann also hier, das können Sie auch alles dann an Ihre Wünsche anpassen. Sie können hier den Text größer machen, Sie können also auch nochmal das Bild abbilden, was man downloaden kann. Und dann kann man hier ganz einfach sagen, hier klicken und lädt sich dann das Produkt runter. Also das wäre jetzt das dritte Skript. Und wie gesagt, alle drei Skripte befinden sich auch in diesem Viral Plus. Ja, Sie können die einzeln nutzen, die Skripte, wenn Sie möchten. Kann sich also zum Beispiel das Viral FB Lite kann sich zum Beispiel auch gut auf dem Blog, kann man das gut nutzen, um einfach die gefällten Angaben zu steigern. Oder Sie können eben, wie gesagt, auf einer Giveaway-Seite oder wenn Sie ein Gewinnspiel organisieren, können Sie das zum Beispiel auf der Bonusseite, können Sie dieses Viral Plus einsetzen, um einfach wieder neue Besucher für das Gewinnspiel zu bekommen. Also es gibt sehr viele Einsatzmöglichkeiten für solche Skripte. Ich kann es Ihnen nur empfehlen. Und was Sie brauchen für Ihr Skript ist eigentlich, wenn Sie das Viral Tweet nutzen, Sie brauchen eine Application bei Twitter. Und zwar bei den Twitter Developers können Sie sich, kann man mit, wenn Sie einen Twitter-Account haben, können Sie sich eine App erstellen, also eine Application. Wie man das macht, das erfahren Sie in den Anleitungen, die Sie mit diesem Skript bekommen. Sie bekommen also auch Installationsanleitungen für das FB-Like-Skript brauchen Sie eine Facebook-App. Auch das ganz einfach bei Entwickler. Und dann hier oben klicken Sie auf Anwendung und dann können Sie sich kostenlos eine Facebook-App oder Anwendung erstellen. Diese brauchen Sie, denn Sie brauchen die App-ID für das Facebook-FB-Like beziehungsweise Viral-FB-Like. Und ja, wie gesagt, für das Viral-Friend, also für das Friend-Skript, benötigen Sie im Prinzip keine weiteren Dinge. Die Anforderungen an dem Skript sind eigentlich ganz einfach. Sie brauchen auf jeden Fall eine Domain mit Webspace und PHP, aber 99% der meisten Hosting-Accounts haben PHP installiert. Sie brauchen einen einfachen HTML-Editor, gibt es kostenlos im Internet. FTP-Programm, auch das sind Standarddinge, die Sie bei jedem Hoster bekommen oder auch kostenlos im Internet runterladen können. Wie gesagt, ein Twitter-Konto und ein Facebook-Konto. Das war es im Prinzip. Und ja, wenn Sie jetzt dieses Skript gerne selbst ausprobieren wollen, dann können Sie das jetzt hier auf der Seite hier downloaden. Und ja, dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall maximalen Traffic und viel Erfolg in Ihrem Business. Vielleicht zeige ich Ihnen jetzt nochmal abschließend nochmal den Ordner, was Sie wirklich exakt bekommen. Sie erhalten dann diesen Ordner, ja, Viral Skripte, und hier befinden sich die besagten Skripte. Das heißt also das Viral FB Like, das Viral Friend
das Royal Tweet und die kombinierte Version Royal Plus. Und wie gesagt, für jedes Skript gibt es in diesem Ordner zusätzlich zu den Skriptdateien noch eine genaue Schritt-für-Schritt-Anleitung. Also nochmal viel Erfolg, bis dahin, Ihr David Zeffer.